Hey, ich bin's der Jonas. Und ich bin der Kevin. Und ich bin Olli. Und wir sind JK Olives. Okay, wir üben heute die Eskimo-Rolle. Wir sind hier am Main mit 3 Wildwasser-Kajaks. Und wir paddeln jetzt über den Main und laufen noch ein Stück zum See. Aber wir müssen den Wagen irgendwie mitnehmen. Okay, also ich habe jetzt eine Strategie ausgearbeitet. Der Wagen steht einigermaßen sicher. Hier habe ich noch meinen Nackenhalter. Und das ist meine extra Safety. Das hat ja gut gehalten. Spritschutz hast du safe, ja? Ich habe alles runtergelegt. Was weiß ich, was du wohin gelegt hast? Ich habe den Packsack und die Getränke eingepackt. Ich habe dich zweimal gefragt, hast du die Spritschutz eingepackt? Und du sagst zu mir, ja, du hast sie eingepackt. Und jetzt sind wir im Wasser und du sagst zu mir, hast du sie nicht eingepackt? Also, Lektion Nummer 1, man braucht Spritschutz. So, jetzt kannst du nach Hause rennen. Komm, Kevin, lauf. Lauf, Junge, lauf. Hast du nicht was vergessen, Kevin? Alter, die kannst du auch nehmen. Wie das aussieht, ey. Aber ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie gut das funktioniert. Wir haben es auf die andere Seite geschafft. Jetzt noch ein paar hundert Meter zum See laufen. Und dann kann es endlich losgehen. Mal wieder perfekt, dass wir den Engländer dabei haben. Wir haben es zum See geschafft. Wir probieren es jetzt erstmal aus, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Wir wollen mit Olli demnächst eine größere Wildwassertour in Österreich machen. Deshalb sind wir gerade ihn ein bisschen am Trainieren. Wir waren letztens auf der Schwarzbach und wir nehmen ihn auch hier mit. Deshalb, let's go. Let's go, baby. Was eine geile Perspektive. Do I need my paddle? You need your paddle. Shit, what do I do with the paddle? Crap. Sieht lustig aus. Boah, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh. Okay, Versuch Nummer 2. So, einmal auslernen. Ja, das müssen wir nach jedem Versuch machen. Ja, außer man kommt wieder hoch. Ja. Und das ist unsere Glücksente, die wir bei unserer allerersten Wildwassertour gefunden haben. Die darf nie fehlen im Boot. Die Sonne kommt noch mal ein bisschen raus. Und jetzt probiert es Kevin erstmal, bevor ich gleich nochmal mache. Ich hab genau gesehen, was du gemacht hast. War vielleicht ein bisschen geschummelt. Der hat einfach das Paddel auf den Boden gedrückt und sich so hoch gedrückt. Kleiner Schummler, jetzt probier's mal richtig. Langer Versuch, aber keine Wirkung. So, das ist jetzt Jonas sein erster Versuch? Also, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich habe generell ein bisschen Panik unter Wasser. Und wir wissen halt immer noch überhaupt nicht, wie es funktioniert. Oh. Fuck. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal ein Tutorial gucken, wie man es macht, weil ich fühle mich unter Wasser einfach komplett hilflos. Ich bin unter Wasser und habe keine Ahnung, wie ich das Paddel halten muss, habe keine Ahnung, wo ich ziehen muss. Aha, das funktioniert auch viel besser, so jemanden hochzuholen. Wir haben uns jetzt mal ein Tutorial angeschaut und es war auf jeden Fall hilfreich. Wir wissen jetzt, wie wir das Paddel halten müssen, dass wir mehr mit der Hüfte umknicken müssen. Boah, der war gut. Aber das war ein verdammt guter Versuch, oh, Alter. Es hat sich viel besser angefühlt. Das hat richtig geholfen, dieses Tutorial anzugucken. Dadurch, dass ich schon so halb geschafft habe, konnte ich mal atmen. So zur Seite drücken, oder? Ja. Und dabei mich so drehen, okay. Ja. Ja! Knapp. Okay. Ich hab Wasser geschluckt. Alles gut. Ja. Boah, das war ekelhaft. It was really nice. Good. Really now it's your turn. Abgesehen davon, dass es in den Videos viel einfacher aussieht, als es letztendlich ist, ist es auch verdammt anstrengend. What is he doing? Oh!
Weil das für uns alle auch das erste Mal ist, dass wir das machen, werden wir auch besser quasi im Umgang, dass wir jetzt einander rausholen und nicht untergehen lassen. Ist schon mal ein Fortschritt, weil dann müssen wir nicht jedes Mal das Kajak auslernen. Wenn Jonas jetzt abklopft, holen wir ihn raus. Das hat eben gut funktioniert, wir probieren es nochmal. Ja? Wo soll ich das Paddel dann festhalten? Hier? Ja, einfach so. Und dann ein bisschen unterstützen. Ja, also hier ist gerade ein Fußgänger vorbeigelaufen, der die Eskimo-Rolle zufälligerweise kann. Der hat uns ein paar richtig gute Tipps gegeben. Das funktioniert mega gut. Ja. Paddelhilfe eben gerade vom Jonas hat mega viel gebracht. Ich probiere das jetzt einmal ohne. Komm schon, Kevin. Komm mal, volle Kraft, komm. Und Kevin. Da hat er wieder geschummelt. Komm schon, Kevin, komm schon. Na, da ist die Kraft, glaube ich, raus. Da war die Kraft raus. Ja, man hat's gesehen. Ich habe beim ersten Versuch schon nichts mehr. Okay, ich habe wieder Kraft getankt. Ja, also es wird auf jeden Fall. Ich fühle mich inzwischen auch viel sicherer unter Wasser. Mit den Tipps, die wir bekommen haben, mit dem Tutorial, was wir geguckt haben, mit diesem Trick abzuklopfen, dass dann jemand rausholt. Also ich sehe das sehr, sehr, sehr positiv. Da es gleich dunkel wird, werden wir das Ganze in genau 3 Sekunden weitermachen. Genau, war bis jetzt gut. Bis gleich. Jetzt. Hey Leute, wir sind zurück am See. Es geht weiter mit der Eskimo-Rolle. Jonas fängt an. Mal schauen, was er noch kann. Ja. Ich habe diesmal meine Taucherbrille dabei, weil das letzte Mal ist so viel Wasser an meine Nase gelaufen. Ich war eine Woche danach noch wie erkältet, immer noch ein bisschen. Das ist jetzt 10 Tage her, dass wir das letzte Mal hier waren. Ja, ich hoffe echt, heute klappt's. Taucherbrille auf. Du gibst wieder Zeichen, 2-mal klopfen, dann hole ich dich hoch. Ich hatte die Bewegung gerade, keine Ahnung, gar nicht mehr im Kopf. Du hast dich einfach im Kajak im Kreis gedreht. Es klappt gerade gar nichts mehr, ey. Ey, ich fühle mich wieder wie ganz am Anfang. Wie das letzte Mal ganz am Anfang, ey. Ich krieg gerade gar nichts mehr hin. Okay. Jetzt klappt der Scheiß endlich! Das kann doch nicht so schwer sein. Mann, das deprimiert mich. Irgendwie hat gerade nichts funktioniert. Also, ich meine, klar, ich kann es noch nicht richtig, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich glaube, auch eine falsche Paddelbewegung gemacht. Also, ich weiß auch nicht. Eigentlich habe ich mich gerade voll bereit gefühlt. Aber jetzt macht Kevin erst nochmal und dann. Ey! Typisches JK Lips Problem. Kevin geht in dieses Kackboot rein, schafft's beim ersten Versuch, wir rasten voll aus, freuen uns, machen die Aufnahme unseres Lebens und stellen danach fest, wir haben nicht aufgenommen. Aber wir haben die Perspektive, die zeigen wir euch jetzt. Auf. Wie hast du es denn jetzt geschafft auf einmal? Ich habe mich gar nicht drauf konzentriert, ich habe es einfach gemacht. Komm Kevin. Ah, schade, ey. Hey, der erste sah so perfekt aus. Das sah einfach aus wie in diesem Tutorial, als du es geschafft hast beim ersten Versuch. Ah. Gut, ich kann ja lange genug dran halten. Oh, ich hab mir grad. Was ist mit deiner Brille? Ich hab mir grad die Schulter einmal ausgekugelt. Ausgekugelt? Ja. Dein Ernst? Aber nur so ganz kurz. Ist das schon mal passiert? Nö. Nein, die sieht viel dicker aus und hier blau. Ja, erzähl doch nichts, Alter. Ja, finde ich gerade wirklich. Ich habe das Paddel so richtig stark genommen, wie ich nur konnte. Und auf einmal macht so Knack.
und dann aber im gleichen Moment wieder knack. Das mache ich jetzt erstmal Pause. Ja. Aber ich finde es echt geil, wie man jetzt wieder jedes Mal sieht, dass er besser wird. Also Eskimo-Rolle ist echt sauschwer zu lernen. Never let go of your paddle. Okay, Kevin hat Kraft getankt, Schulter wieder eingekugelt und jetzt schafft er es, jetzt schafft er es nochmal. Wie kann das denn sein, Alter? Vor allem, genauso wie du dich gerade fühlst. Fühlst du dich die ganze Zeit, ich weiß es. Ja, so dieses Hilflose, man denkt eigentlich so, ja, jetzt schafft man's und dann kriegt man keine Kraft aufs Paddel. Das ist so nervig. Also ich habe schon viel Scheiß gelernt, aber also ich glaube, wenn du jetzt hier einen Trainer hast oder so, dann lernst du die Eskimo-Rolle wunderbar. Aber sich das so alleine in der Stunde oder so, ja. Sich das alleine beizubringen, ist echt verdammt schwierig, muss ich sagen. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil wir haben ja eigentlich ein bisschen Gefühl fürs Wasser und auch schon fürs Kajakfahren. Komm jetzt. Ey, du siehst gerade wieder aus wie ein Anfänger, sorry, aber die letzten zwei Versuche. Ja, ich habe gerade meditiert unter Wasser. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich bin total entspannt. Alter, ich schau dieses Paddel in Stücke. Oh, das war echt knapp. Wir sind so nah dran. Ist dir kalt? Kalt. Ist kalt. Also eben war es ja knapp. Ja. Durch dieses rein und wieder direkt versuchen raus, also wirklich die Rolle probieren. Ich glaube, wir kennen jetzt die ganzen Abläufe. Das Problem ist nur die Bewegung. Jetzt hole ich die letzten Kraftreserven raus. Und jetzt klappt der Bug. Jetzt klappt es. Okay. Mach kurz Pause, so lange probiert es Kevin nochmal. Das ist ein gutes Ding, wir probieren es jetzt in der Bewegung. Yeah! Yes! Jawohl! 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 Es hat doch geklappt! Ja! Jawohl! Das war genau die perfekte Mischung aus. Ich war noch in Bewegung und ich habe mich konzentriert. Ich schaff's direkt nochmal. Schaff's direkt nochmal? Ich schaff's direkt nochmal. Jawohl. Ich weiß, woran es lag. Ich sehe ganz genau vor mir, wie es jetzt funktioniert. Aber einfach nach dem ganzen Üben, das mit der Kraft, das echt, das unterschätzt man. Aber geil. Ein Riesenunterschied dazu, wie ich es gerade beim ersten Mal geschafft habe, ohne irgendwas nachzudenken, ist, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Das ist eigentlich ja der Prozess des Lernens. Beim ersten Mal war es irgendwie aus Versehen. Ich werde es euch gleich beweisen, ich mache es gleich nochmal. Aber kurze Pause. Yes! Yes! Yeah! Geil, Alter, das macht Bock. Und so langsam habe ich den Dreh auch raus. Ich habe es nochmal geschafft. Das heißt, es war nicht nur Glück, sondern es war auch wirklich ein Teil des Lernprozesses. Aber es klappt noch nicht immer. Das heißt, auch ich muss weiter üben, bis das Ding verinnerlicht ist. Jetzt schaffe ich's. Ich spür's. Also ich werde definitiv noch ein paar Mal üben, weil ich würde es wirklich unbedingt können. Aber also ich bin echt zufrieden mit den Fortschritten. Es sieht immer besser aus. Es ist echt richtig geil, dass Kevin das geschafft hat. Es wird ja auf jeden Fall noch einen Teil davon geben, wie wir das Ganze perfektionieren, beziehungsweise ich es dann endlich richtig schaffe. Hast du noch was zu sagen? Bisschen abonnieren. Und liken. Und gleiten. Und gleiten. Und liken. Und liken. Oh Mann, ich krieg's nicht hin. Okay. Wie süß. Go in. Ja. Cut. Zwei Tage später. Kevin, cut. Jetzt nochmal endlich. Ich
hab die Nase voll.